Ja, hallo hier bei Westwetter zur morgendlichen Wettervorhersage. Wir schauen in diesem Video ganz schnell auf das Wetter für die kommenden Tage ohne großen Schnickschnack, denn ich habe nicht viel Zeit. Fangen wir an mit der Wetterlage vom heutigen Freitag und da sehen wir, ja, ein großes, großes Hoch, das genau über uns liegen wird. Ja, und uns sehr, sehr freundliches Wetter bescheren wird. Morgen kann es allerdings trotzdem einen Kaltlufttropfen geben. Dann haben wir auch noch zwei Tiefs, ein kleines, ja, westlich vom Hoch und noch eins, ja, auf dem Mittelmeer Richtung Italien. Machen wir weiter mit dem Wetter und da schauen wir jetzt auf den heutigen Freitag und da sehen wir, ja, es wird recht freundlich werden und die Temperaturen liegen meist bei um die 13 Grad entlang des Rheins. Örtlich sind auch mal 15 Grad möglich. Nur die Frage ist, ob es auch so kommt. Das müssen wir halt noch abwarten. Machen wir weiter. Und dann schauen wir da jetzt mal ein bisschen genauer drauf auf den Samstag. Und der Samstag, ja, beinhaltet, wie gesagt, den Kaltlufttropfen. Das merkt man auch an den Temperaturen, die wir uns jetzt anschauen werden. Und da sieht man, ja, die Temperaturen sind ein bisschen niedriger als am Freitag und da haben wir meist nur noch 11 bis 12 Grad. Die 12 erreichen wir Richtung Köln und Bonn, sonst meist 10 bis 11 Grad, außer entlang des Rheins. In höheren Lagen erreichen wir meist 7 bis 9 Grad und dazu sind ein paar mehr Wolken unterwegs. Die Wolken werden aber, ja, ein bisschen stören, dass die Sonne durchschaut. Deswegen sind die Temperaturen auch so gedämpft. Schauen wir auf den Sonntag und da sehen wir, die Temperaturen, die steigen wieder deutlicher an. So erreichen wir wieder 16 Grad in Köln und Bonn. Auch am Niederrhein sind 16 Grad möglich. Und die Frage ist, ob wir örtlich auch mal 17 Grad erreichen. Das müssen wir uns in den nächsten Videos oder in den nächsten Tagen noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, und dazu werden wir auch kaum Wolken im Himmel haben. Und vor allem Richtung Sauerland werden wir noch mal nur 12 Grad in Anführungszeichen erreichen. Schauen wir auf den Montag schnell noch. Da sehen wir einen kleinen Temperaturrückgang. So erreichen wir meist 15 Grad entlang des Rheins, in höheren Lagen nur 11 Grad. Ja, was heißt nur, ist auch schon recht mild, aber ja, in Rheinland-Pfalz generell 12 bis 14 Grad und in NRW meist 13 bis 15 Grad. Und dazu sind sehr, sehr wenig Wolken am Himmel. Ja, und die Sonne kann wieder richtig schön scheinen. Also wird es ein sehr, sehr wundervoller Montag werden. Wie ich schon gesagt, der Sonntag wird auch schön. Zum Schluss noch eben der 7-Tage-Trend für Düsseldorf. Und da sehen wir jetzt am Samstag diesen kurzen Absturz. Und dann geht es auch hier wieder bergauf. Und da werden wir meist zwischen 15 und 17 Grad pendeln. Ja, am Montag und Dienstag werden wir die 17 Grad erreichen. Und dann gibt es einen leichten Temperaturrückgang auf um die 16 Grad. Und dabei kann es auch immer wieder Nachtfrost geben bei Temperaturen zwischen 1 bis 3 Grad. Nicht Nachtfrost, sondern eher gesagt Bodenfrost. Zum Schluss noch für Trier, hier auch den Absturz, den wir gut sehen können. Und ja, danach geht es auch bergauf und dann haben wir auch zwischen 15 und 17 Grad. Und es ist einfach nur wunderschön, das Wetter. Und in der Nacht wird es nur mal ziemlich kalt mit Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad. Das war's von mir aus. Wir sehen uns dann bald wieder. Eventuell heute Nachmittag, falls es was Interessantes in den Wetterkarten gibt. Zum Beispiel Kaltlufttropfen oder zum Beispiel bald Schnee oder ein Arctic Outbreak. Dann sehen wir uns vielleicht später wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.